Hi Leute, willkommen zurück zu Elden Ring und ich zeige euch heute, wo ihr noch eine goldene Saat findet. Lasst euch von dem Drachen nicht beeindrucken, den muss ich später noch platt machen. Aber hier auf der Karte entsprechend den Weg lang. Ich zeige euch gleich nochmal die genaue Map Location, wenn der Drache weg ist. Ich hoffe, der verschwindet gleich mal ein bisschen wieder. Und zwar müsst ihr dann hier runter den Weg ein bisschen abweichen. Und da hinten haben wir wieder so einen Baum, der die goldene Saat beherbergt. So, Drache ist weg. Ich zeige euch nochmal auf der Karte. Hier ist das an der Kreuzung quasi hier runter. Und hier ist dann auch entsprechend der goldene Baum, der die goldene Saat beinhaltet. Das ist die Karte. Also wenn ihr von hier irgendwie startet, könnt ihr hier durchreiten, hier rüber. Passt aber auf, das Gebiet ist schon wirklich... Da solltet ihr schon ein bisschen geskillt sein, wenn ihr hier herumreitet, denn sonst hitten euch die Gegner mit einem Schlag und dann seid ihr entsprechend dead. Ja, hier ist der Baum. Hier gibt es wieder eine goldene Saat. Wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, damit ihr auch wisst, wo alle goldene Saatplätze sind quasi. Ich markiere euch das jetzt hier nochmal auf der Karte mit einem entsprechenden Kennzeichen. Vielleicht hier so ein Bäumchen, das passt doch ganz gut. Und hier ist ein Baum der goldenen Saat. Also lasst euch den nicht entgehen, Leute, damit ihr eure Heiltränke bzw. Estus-Flakons, wie ich sie immer nenne, upgraden könnt und dann entsprechend auch ein bisschen mehr Chance in der Welt von Elden Ring habt. Gut, ich gehe jetzt mal wieder zum Checkpoint, also zum Bonfire, um entsprechend meine Flaschen abzugraden. Kleiner wichtiger Hinweis noch für euch, wenn ihr schon 6 Flaschen habt, könnt ihr die Flaschen nicht mit einer goldenen Saat upgraden, sondern ihr braucht dazu mindestens 2-mal die goldene Saat. Ich zeige euch das jetzt hier mal ganz kurz und vor allem verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung ein paar Videos von der goldenen Saat findet. Klickt da gerne mal rein, wenn ihr Bock habt. Und dann ja, könnt ihr so eure Flaschen upgraden. So, wo sind wir hier? Flaschenaufladung hinzufügen. Und da steht auch schon Anzahl der Flaschennutzung mit 2 goldenen Saaten erhöhen. Das machen wir jetzt. Jawohl. Und dann sind wir jetzt insgesamt bei 7 Flaschen. Was ja schon mal ganz in Ordnung ist. Diese Flaschen haben +4, dafür braucht ihr die heilige Träne, das wisst ihr ja. Könnt ihr gerne bei mir im Kanal schauen, da finde ich, zeige ich euch auch ein paar Fundorte zu heiligen Tränen. Ja Leute, entsprechend war es das. Wie gesagt, guckt mal in die Beschreibung rein oder schaut mal hier an den Abspann, da zeige ich euch dann auch nochmal, wo ihr goldene Saat findet und wie ihr dann eure Flaschen upgraden könnt. Alles klar. An dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Adios. Ciao, ciao.